Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Süßigkeiten-Video und zwar dreimal Hershey's Schokolade, Strawberries and Cream, Sprinkles and Cream und Candy Cane mit Pfefferminze. Ob mir das schmeckt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber sie sind irgendwie kultig, gerade in den USA und es gibt bei uns hier in Deutschland auch immer mehr Sorten, die man kaufen kann. Diese drei hier haben mich ganz besonders angemacht, die hauptsächlich, weil sie weihnachtlich ist. Und wir gucken da jetzt einfach mal zusammen genauer drauf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Ich würde gleich als erstes mit der Candy Cane anfangen, denn wie ihr wisst, ich war damals sehr schockiert. Ich war in New York und habe mir eine riesige Candy Cane Zuckerstange gekauft. Habe die dann zu Hause voller Vorfreude, wollte ich die essen und das Ding ist mit Minze. Ich finde es schlimm. Die sind also nicht reine Zuckerstangen, sondern das ist auch immer mit Minze, dieser Candy Cane. Mint Candy with Candy Bits. Dann gibt es noch die Sorte Sprinkles and Cream und das ist wieder etwas, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ich bin leicht mit bunten Sachen zu beeindrucken. Birthday Cake Schokolade und Hershey's Strawberries and Cream. Soll auch sehr lecker sein, habe ich gehört. Alle drei findet ihr bei Beast Mode. Wenn ihr mal was bestellt, denkt an den Rabattcode, steht in der Beschreibung drin. Wir gucken da jetzt mal zusammen drauf und dann wissen wir mehr. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Deswegen fangen wir jetzt mal mit der Candy Cane an, denn wie gesagt, Minze ist nicht meins. Ich bin also ein bisschen voreingenommen, das sei an dieser Stelle hier erwähnt. Weiße Schokolade mit Pfefferminzstückchen. Ah ja. Naja, sie sieht zumindest weihnachtlich aus. Es ist zwar jetzt, glaube ich, ein bisschen spät, sich eine weihnachtliche Sorte zu bestellen, aber ja, es soll ja Leute geben, die mögen tatsächlich Pfefferminze in Süßigkeiten. Ein völlig unhaltbarer Zustand, wie ich finde. Aber soll es geben, ihr könnt euch gerne outen, wenn ihr wollt, ich kann es nicht verstehen, aber Akzeptanz ist wichtig, deswegen bitte sehr und wer es mag, der möge sich dann noch bitte diese Candy Cane hier kaufen und so sieht sie aus. Hershey's Candy Cane, ja mit so roten Stückchen drin und erinnert damit an die, boah krass, hier kommt so richtig der Pfefferminzgeruch entgegen, erinnert damit dann eben an diese Zuckerstangen. Übel. Bisschen blöd zu brechen, würde ich sagen. Schön knackig sind diese Candy Bits. Und auch schön cremig. Die Minze ist tatsächlich gar nicht so stark, aber man schmeckt sie deutlich. Also sie ist jetzt nicht wie so ein Pfefferminzbonbon. Man schmeckt sie deutlich, aber ich finde, durch die Süße wird es doch tatsächlich hinreichend gut abgemildert und ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Also ich glaube, wenn man Pfefferminz mag, dann wird man mit dieser Hershey's Candy Cane recht zufrieden sein. Trotzdem könnte die hier potenziell mein Favorit sein. Das Beste für zum Schluss. Deswegen gucken wir uns jetzt die Strawberries and Cream an. Mal gucken, ob richtige Erdbeere drin ist. Beschichtung mit weißer Schokoladengeschmack. Hä? Wo kommt das denn her? Ah, White Chocolate Coating with Strawberries Flakes. Ah, Coating ist ja so. Sowas wird ja was. Also, das ist ja keine richtige Schokolade. Das ist ja irgendwie sowas anderes, ne? Und deswegen heißt das wahrscheinlich im Englischen auch nicht Chocolate. White Chocolate Flavor Coating. Also, weißer Schokoladengeschmack Coating. Und Coating ist, wie gesagt, etwas, was über Gebäck zum Beispiel drüber kommt. Es ist also eigentlich nicht richtige Schokolade. Also, sondern eher, es ist eben ein schokoladenartiges Produkt und nicht richtige Schokolade. Laut Definition wird das hier ganz bestimmt nicht so sein. Es ist aber Kakaobutter drin, es ist Zucker drin, Magermilchpulver und so weiter. Erdbeere, rote Beete-Saft ist drin. Das ist ja zumindest von der Farbe schon mal. Und es ist eine Frucht. Was? Fruchtrolide. Erdbeerflocken sind drin. Was sind denn Fruchtrolide? Wenn wir mal ins Englische gucken. Was sind denn Fruchtrolide? Fruchtrolide? Oh, jetzt komme ich da nicht. Ich hasse es, wenn man das da nicht lesen kann. Solids. Erdbeere. Flavor. Fruit Solids. Erdbeere. Vielleicht ist es das, was auch immer das sein mag. Naja, gut, soll uns egal sein. Ich glaube, keiner erwartet hier, dass jetzt hier die natürlichste Schokolade schlechthin drin ist.
aber vielleicht eine der leckersten. Bitte einmal hier öffnen. Da kommt sie. Sie sieht schon mal schön bunt aus. Oh, und da sind richtige Erdbeerstückchen drin. Könnt ihr sie sehen? Geil. Wie so Ice Creams. Sehen die Stücke hier aus. Ice Cream Cones. Riecht richtig krass nach Erdbeere. Und hier, wie gesagt, dann auch Erdbeerstückchen drin. Hübsch. Und knackig. Oh ja, die ist aber lecker. Sonst in Deutschland gibt es die als Cookies and Cream. Und auch die Sorte Caramel Pretzel findet man hier. Aber die müsste auch nach Deutschland kommen. Richtig lecker. Sehr cremig auch. Der Erdbeergeschmack zwar künstlich, aber lecker. Süße ist auch recht süß. Nicht so krass. Aber gerade dieses Cremige finde ich sehr, sehr gut. Und das geht richtig gut mit diesem Erdbeergeschmack. Wie gesagt, bisschen künstlich, aber lecker. Sprinkles and Cream. Optisch einfach nur geil. Ganz, ganz viele Zutaten für die Sprinkles. Schokolade, haben wir weiße Schokolade. Wahrscheinlich auch wieder das Chocolate Coating Ding hier drin. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Na los. Richtig. Ja, schön bunt ist sie. Auch hier solche Ice Cream Cone Shapes finde ich ein bisschen blöd. Normal geformt wäre irgendwie geiler. Aber richtig schön bunt ist es auf jeden Fall. Mit den Sprinkles da drin. Es riecht eher so nach dieser. Also, das riecht richtig krass nach Erdbeere. Das hier nach Minze und das hier riecht nach nichts so wirklich. Also man hat schon einen Geruch, der aber eher so an diese Schokoladengrundmasse erinnert. Boah. Die ist aber lecker. Es ist, wie bei Birthday Cake es eben so ist, es schmeckt einfach künstlich nach irgendwas. Keine Ahnung, was es ist, weil wie schmeckt Birthday Cake? Es gibt auch verschiedene Birthday Cake. Der eine interpretiert Birthday Cake irgendwas mit Himbeere, der andere irgendwas mit Erdbeere. Für mich ist Birthday Cake das Wider Proteinpulver. Das ist für mich der Inbegriff von Birthday Cake. Das gibt es nur leider nicht mehr. Das hier schmeckt irgendwie anders, aber trotzdem lecker. Süß, sehr süß. Die Sprinkles sind knackig. Auch cremig, aber ich finde, die hier waren irgendwie noch cremiger. Vom Geschmack fand ich den hier irgendwie voller. Ja, nee, der hier auch. Das hat irgend so einen geilen künstlichen Geschmack dabei. Ich weiß nicht, was es ist, schmeckt mir aber gut. Aber ich glaube, die Erdbeere ist doch tatsächlich mein Favorit, wenn auch die mir hier optisch am meisten gefällt. Könnt ihr definitiv beide ausprobieren. Und ich glaube, wenn man Minze mag, dann kann man auch das Ding da hinten ausprobieren. Also, auf jeden Fall für mich gelungen. Und vielleicht habt ihr schon mal eine von diesen Hershey's probiert oder eine der Sorten in Deutschland. Wie findet ihr sie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Herzlichen Dank und ciao.